Drei Tipps, welche für erfolgreiche Stockschussversuche entscheidend sind. Beim zweiten Tipp geht es heute um das richtige Schwingen. Wenn dich das interessiert, dann sehen wir uns gleich im Video. Ja, hallo liebe Stocksportfreunde. Heute habe ich einen Tipp zum Schwingen, zum richtigen Schwingen. Ich habe es ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen, wo es um das Gleichgewicht gegangen ist, schon ein bisschen gezeigt, welche Möglichkeiten das gibt. Aber heute möchte ich das trotzdem noch ein bisschen im Detail zeigen. Wie kann man schwingen? Grundsätzlich ist es so, man sollte immer denselben Schwung haben. Egal welchen Schuss, das man abgibt. Ob das jetzt ein Maßschuss ist oder ein Ansteller oder ein Stockschuss, es sollte immer derselbe Ablauf sein. Wenn ihr jetzt unterschiedliche Abläufe habt, dann wird es wirklich schwierig, dass man auch die Erfolgsquote dann zusammenbringt. Also jetzt nicht beim Stockschuss quasi ganz nach hinten und volle Kanne nach vorn und beim Maßschuss nur ein bisschen und nur so ein bisschen Viere legen. Das sollte man nicht machen. Es sollte immer derselbe Ablauf sein. Das heißt, mit was regelt man das? Mit der richtigen Platte. Das ist natürlich immer schwierig, weil die Bahnen sehr unterschiedlich sind. Geht einmal leicht, einmal schnell, je nachdem, was man für Schusstechnik hat. Wenn einer mit mehr Luft schießt, quasi, wenn der Stock so viere läuft, ist das wieder anders, wie wenn einer immer eine schöne Auflage hat. Also das ist ein bisschen die Herausforderung beim Stockschießen, dass man diese Abstimmung findet. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, oder vorschlagen, wenn sie komplett frisch anfängt, eher nicht zweit hintere mit dem Ausholen. Also wirklich, also maximal, würde ich mal sagen, da hinten in die Horizontale zurückschwingen. Also immer nach vorne braucht man eine gewisse Höhe. Das heißt, vorne auch in die Horizontale. Die Linie geht dann also quasi zum Ziel, wo man hinschwingt. Also jetzt nicht seitlich schwingen, da kann man nichts treffen. Also wirklich zum Richtung Ziel schwingen, auf die Höhe, also in die Horizontale und hinten genauso weit, also schön locker hin und her pendeln lassen. Und dabei den Oberkörper vielleicht beim Zurückschwingen ein bisschen schon nach vorne gehen, dann tut man sich beim Ablauf, also beim Abziehen dann leichter, dass man diese Vorwärtsbewegung einleitet. Was gibt es dann noch? Ja, wenn wir schon ein bisschen ödere, also unsere Pensionisten zum Beispiel, die schießen wirklich mit ganz leichten Platten. Also dort ist es wirklich so, dass man nur ganz leicht zurückschwingt und eher versucht mit der Vorwärtsbewegung den Schwung eine gewisse Dynamik zu geben. Aber könnt ihr auch ausprobieren. Ja, was ist zum Schwingen nur zum Sagen? Das hat eigentlich dann schon wieder mit den anderen Schusstechniken zum Teil, das zeige ich euch ein anderes Mal. Quasi, es geht ums Lorben und ums Wurzeln, das heißt, diese Bogenschüsse, da funktioniert das wieder ein bisschen anders, aber zeige ich euch ein anderes Mal. Okay, das war jetzt schon wieder der Tipp für heute und wir sehen Sie beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr Informationen zum Stocksport haben möchtest, dann abonniere unseren Kanal oder kommentiere dieses Video, wenn du noch Fragen hast.